Nach 2 Jahren fühle ich immer noch, immer noch, immer noch, was mal war. Nach 2 Jahren ist Jovo endlich da. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich bin ja ein kleines Fangirl. Aber das weißt du ja auch. Ja, wir haben uns kennengelernt bei meinem Konzert, bei meinem Support, bei meiner Supportshow bei Lucifer. Yeah. Genau. So, oh mein Gott, Junge, du hast so eine Bühnenpräsenz, sowas habe ich noch nie gesehen. Ihr müsst euch vorstellen, er steht da dann wirklich vorne und nimmt so wirklich das ganze Publikum ein. Er steht da dann so und fühlt sich auch richtig und so. Ich liebe deine Confidence. Woher hast du deine Confidence? Ich sage immer, ich bin ein bisschen auf der Bühne aufgewachsen. Ich habe ja früher super viel Theater und Musical gemacht. Und für mich waren diese Bühnenmomente, die ich hatte, oder die Momente, an denen ich kreativ sein konnte, die Momente, in denen ich dem allem irgendwie entkommen konnte und so meinen eigenen Space mir, Safe Space mir schaffen so gut konnte. Also ich meine, du musst jetzt nicht so offen über Mental Struggles reden, aber wenn du Bock hast, gibt es irgendwas bei dir? Ich habe voll Probleme auch gehabt mit so Panikstörungen und sowas. Oh mein Gott. Ja, ist crazy. Also ich habe wirklich an einem Punkt, wo es mich wirklich auch meinen Alltag voll beeinflusst hatte. Also gerade so mit so 17, 18. Krass. Mir hat immer geholfen, der Tipp, diese 5-irgendwas-Regel heißt das. Oh, 5 Sinne. 5 Sinne. Ja. Du musst irgendwie 5 Dinge, die du hören kannst. Ja. Ne? 4 Dinge, die du sehen kannst. 3 Dinge, die du fühlen kannst. 2, die du riechen kannst und 1, das du schmecken kannst, oder? Okay, probably. Irgendwie sowas in der Art. Aber das hat mir immer geholfen. Ich sag euch, Leute, das ist der Trick. Ja. Das ist der Key. True. Und es ist immer wichtig, einfach zu wissen, dass es im eigenen Kopf passiert. Ja. Am Ende des Tages passiert einem nichts. Und ich glaube, es ist wichtig, sich im Kopf zu behalten, dass man nicht stirbt davon. Ja, aber mega interessant. Ich liebe es, Menschen zu treffen, die auch Erfahrungen damit haben, weil dann fühlt man sich direkt weniger alleine damit. Viel davon in ein Wort gefasst ist wahrscheinlich Kontrollverlust, was, glaube ich, viel ausmacht. Vor allem so in der Zeit, in der man eben erwachsen wird. Ich habe auch das Gefühl, dass deswegen auch so viele Leute, gerade was auch Angststörungen und so angeht, dass da viele Leute das Leid teilen, weil in dem Punkt im Leben das erste Mal so wirklich dieser Kontrollverlust passiert, weil du das Gefühl hast, du bist dein ganzes Leben, wird dir irgendwie ein Weg geebnet und dann bist du plötzlich an einem Punkt, an dem du voll für dich alleine verantwortlich bist. Du musst deinen bist. Sinn selber finden, voll. Der dir immer vorgegeben wurde mit Schule und so. Voll, und sobald dann ein wichtiger Punkt oder eine wichtige Stütze wegfällt, wird einem dann auch so erstmal wirklich bewusst, wie wenig Kontrolle man über auch so viele andere Dinge auch hat. Bei mir war das Ding dann halt, dass ich diese Konstante nach der Schule so voll in dieser Beziehung gesucht habe. Voll. Und die ist dann gleichzeitig auch noch so weggefallen. Ja. Und es war so alles, woran ich mich so festgekrallt habe, war auf einmal weg. Und ich habe mich so, ich habe die ganze Zeit so hinterfragt, so, was bin ich eigentlich alleine, was ist der Sinn? So. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mein erster Song, den habe ich geschrieben nach meiner ersten irgendwie Trennung. Was soll man denn als Mensch machen, wenn man einen Menschen verliert, so, was ist seine Aufgabe? Yeah. Und ich habe das Gefühl, alles, was man da machen kann, ist irgendwie kreativ zu werden und was Schönes draus werden zu lassen. Und das war für mich die Musik eben. Also ich habe Jovo vorhin, bevor der Podcast losging, vorgeschlagen, dass er ein paar Songs von sich anstimmt und ich versuche weiter zu singen, weil ich glaube, ich kann alle auswendig. You put me on the spot, okay. Scheiße. Und man, da bringe ich mich selber voll in die blöde Situation, wenn ich es nicht kann. Du tanzt auf Wolken. Wie auf die Disco gut. Du tanzt auf Wolken, wie auf. Oh nein! Die Disco Kugel. Auf deine Wunden, keine. Okay, warte, ich mach's den zweiten noch. Durch den Regen. Du tanzt auf Wolken und ich im Regen unten. Ah. Oh nee. Okay, you tried. Ich will einen anderen Song, das ist gemein. Okay, wir machen noch einen. Aber das war nach 2 Jahren. Das war nach 2 Jahren. Manu, ich kann den doch. Ich habe mir gedacht, ich mache den easiesten zuerst. Immer noch. Okay. Engel schieben Wolken. Engel schieben Wolken, keine Filme, Darling. Wieso bringst du da nur Regen und ansonsten gar nichts? Ich lasse dir jede Nacht sogar mein Fenster auf. Und halt für dich einen Platz frei mit deinem Namen drauf. Okay, Copyright, let's go. Das finde ich immer so das Witzige, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens sozusagen datet. Ich glaube, dann ist eine Trennung halt echt scheiße. So, Mann, ne? Du kannst aber der Person nicht entkommen. Echt. Die können ja sehen, was ich mache. Also alle Leute, mit denen ich jemals in meinem Leben was hatte, von denen ich nicht mal mehr weiß, was geht bei dir im Leben jetzt, die sehen alles, was ich mache. Das ist ja voll das Downgrade im eigenen Leben. Du bist null mysterious. Ja. Oder vor allem, wenn du auch eine Person kennenlernst. Ich glaube, das ist ja auch immer ein Riesending. Wenn dann die Person wirklich jeden Tag sieht, was du machst und du irgendwie oversharest, dann ist es ja voll schwierig, so dann auf einem gesunden Weg da eine Balance zu finden, dass die Person dir eben auch teilt, was sie macht.
einfach den Tag 100%. Ich hatte den Moment letztens, ich habe Hinge mir runtergeladen und habe dann halt von meinem privaten Account den mein Instagram-Ding gegeben, mein Favorite Matches. Aber auf dem privaten Account rede ich halt auch in meiner Story und so. Also halt folgen mir halt so die Leute, die halt noch ein bisschen mehr sehen wollen als nur so meine Poesie. Und dann ist mir das auch aufgefallen, Alter, jetzt sehen die ja, wie ich mit meinen Followern rede. Ich finde auch, das ist so eine Sache, über die viel zu wenig geredet wird, dieser Übergang von einer Privatperson zu einer Person des öffentlichen Lebens. Ich erinnere mich auch, das erste Mal, als ich einen Link geteilt habe in meiner Story, war so super big für mich, weil ich dachte mir so, was denken jetzt die Leute, wenn ich da komme und irgendwie nicht in Links 100%, aber das ist auch dieser Zeitraum, wo es so übergeht, ist auch der Zeitraum, wo man so am meisten, finde ich, so sich gejudged fühlt. Voll. Weil man hat halt noch nicht diesen Rückenwind von der großen Zahl sozusagen. Und ich glaube, das ist super wichtig, sich als Person, die in, egal in welcher Form, kreativ, online vor allem ausleben will, so macht das einfach. So, ihr müsst komplett drauf scheißen, was die Leute denken. Ja. Man macht das ja nicht aus dem Grund, irgendwie eine bestimmte Größe zu haben, um dann ernst genommen zu werden, sondern die Kunst, die man teilen will, hat immer Wert. Egal wie groß oder klein die Plattform ist. Ich glaube, das ist super wichtig, irgendwie auch immer. Das hast du so schön gesagt. Da setze ich auf jeden Fall einen dicken Punkt dahinter. Danke. Ich glaube, unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende zu. Aber was geht bei dir jetzt noch in nächster Zeit? Was bringst du raus? Ich bin jetzt oder war jetzt schon für die aktuelle Blumengarten Tour Support. Oh, das habe ich gesehen. Yes. Amazing. Vielen Dank. Proud of you. Spielen super, super große Venues. Da freue ich mich. Ich habe noch nie so groß gespielt. Ich glaube, das wird super cool. Dann ganz viele Festivals, die kommen diesen Sommer. Ich glaube, da einfach mein Insta abchecken und ich glaube, da sind alle Infos auf jeden Fall auch. Folgt Siovo. Sehr, sehr cool. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Hab sehr enjoyed und ich fand es toll, weil es war super authentisch und einfach real. Danke. Das kann ich gesagt, aber ich liebe ja auch, was du tust. Dankeschön. Und ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben und dass du mir eine kleine Einladung geschickt hast. Sehr schön. Vielen Dank.